So, Freunde, voll viele Leute fragen mich immer, Eva, sag mal, warum bist du morgens immer so gut drauf, so, ne? Und das stimmt, ich bin meistens, wenn ich meinen Kaffee schaffe, aber den muss ich schaffen, sonst gehe ich nicht raus, sonst töte ich Leute, wie ich schon mal gesagt habe. Also, warum bin ich so gut drauf wie so ein Chihuahua, ne? Wie so ein Pudel, so. Nein, ich tue nicht so, als ob. Weißt du, warum? Weil zu tun als ob, wie gesagt, das bringt mir nichts. Wäre das fake, klar, für andere, aber das Allerschlimmste ist für mich. Für mich wäre es fake und ich würde es nicht durchhalten den ganzen Tag. Ja, kennst du so, wenn du so eine Lüge irgendwie aufrecht halten willst, irgendwann kommt die durch. Und deswegen bringt das nichts. Deswegen, wenn du mich triffst, werde ich höchstwahrscheinlich gut drauf sein. Und gut drauf zu mir gehört also mein Morgensritual ist eben mit diesem Kaffee und dieses links rechts, was ich immer erzähle, ja, wo ich mich resette, wo ich versuche, meine Gedanken zu skalieren, zu programmieren, zu meditieren, was auch immer, wie du das bezeichnen willst. Man kann es auch beten, also das ist egal, jeder hat es anders, das ist meine individuelle Sache. Aber was zu meiner quasi Morgenroutine gehört, ja, damit ich eben Menschen nicht töte und gut drauf bin wie ein Pudel, werde ich dir jetzt zeigen. Bevor ich rausgehe, setze ich mich kurz hin und mache eine Gesichtsmassage, Klopfmassage. Und zwar, das kannst du auch abends sehr gut machen, wenn du irgendwie den ganzen Tag gearbeitet hast, auf deinem Handy rumgehangen hast, iPad, dies, das, bla bla bla, ne? Oder irgendwie geredet hast oder eben nicht geredet hast. Das ist eine super coole Übung und zwar, es geht so, warte, ich guck mal. Also du reibst erstmal deine Hände aneinander, so ein bisschen, das ist so, dass die warm sind. Okay, im Sommer ist es cool, im Winter ist es natürlich, dauert es ein bisschen länger. Und mit den Händen, wenn die so richtig schön warm sind, durchblutet sind, die Handflächen, Finger, gehst so ein paar Mal wirklich in dein Gesicht. Okay, wenn du Schminke hast, dann geht das nicht, deswegen entweder bevor du dich schminkst, oder abends, wenn es eh scheißegal ist, ja. So, und dann Klopfmassage. Und zwar, wir fangen hier an. Das sind sehr wichtige Punkte. Hier wird das auf jeden Fall eingeblendet sein, was im Gesicht so los ist. Das ist auch eine Reflexzone, wie die Füße und die Handflächen. Du klopfst und atmest wirklich entspannt ein und aus. Und dann wandern wir zu den Kiefer. Viele kennen das, im Kiefer sind sehr viele Sachen gespeichert, wie Stress. Deshalb viele kennen das mit dem Kiefer, ne? Nachts beißen und so weiter. Hier speichert sich einiges. Ich gehörte zu den Leuten. Seitdem ich diese Geschichte mache, ist es auf jeden Fall nicht mehr da. Probiert es aus, dann werdet ihr Zeuge. Ich will gar nicht so viel labern. Die Wahrheit lebt man. Man muss niemanden überzeugen. Okay, klopf, klopf, klopf. Und dann kommst du quasi wirklich hier in diesen Bereich, ne? So schon für die Wangenknochen, unter den Wangenknochen. So schließt deine Augen am besten. Also irgendwann, jetzt natürlich musst du zugucken. Und dann wandern wir quasi vier, das ist auch sehr cool für die Ladies, ne? Gegen Augenringen, ne? Weil hier wird dann auch schon alles durchblutet. Von innen nach außen klopfen. Und dann kommen wir zu den Schläfen. Aber auch hier bitte nicht, übertreib nicht deine Rolle. Ne? Klopf so, dass es für dich angenehm ist. Und achte darauf, dass du wirklich schön kreist und tief atmest. Jede Ausatmung fährst du dein Nervensystem runter. Dein vegetatives Nervensystem wird runterfahren. Sauerstoff sprüht quasi in deinen Körper. Wenn dein Körper gut mit dem Sauerstoff versorgt ist, funktioniert dein Gehirn ganz gut, funktionieren deine Organe ganz gut. Du bist gechillt und klar und fokussiert. Und so kannst du deinen Tag anfangen. Dann kommen wir zu dem Punkt unter den Augen, also hier quasi, Nase, Augenbrauen, Anfang. Kann sein, dass es dir auch so ein bisschen wehtut. Wenn nicht, das ist super. Wenn ja, ist es auch super. Und jetzt für alle Liebhaber, für alle Leute, die sehr viel am Handy oder wie gesagt iPad oder am Rechner arbeiten, stagnieren wir ziemlich viel. Und jetzt schön die Augenbrauen durchkneten, ja, von innen nach außen,
das ist super gut. Du wirst merken, wie auf einmal du dich freier fühlst, ja. Im visuellen Bereich, sage ich. Also wirklich, wenn du merkst irgendwie, und davon können auch Kopfschmerzen kommen. Deswegen hier, diese Zone ist total cool. Die muss man schön massieren. Dann wieder zu den Schläfen. Und jetzt deine Stirn von innen nach außen immer. Zum Scheitel. Und jetzt ist Freestyle erlaubt. Ja, jetzt massierst du, klopfst du da intuitiv. Jetzt bist du in einem Flow. Jetzt wirst du intuitiv wissen, wo sich das ganz gut anfühlt, wenn du so ein bisschen abklopfst. Und wie gesagt, es ist auch eine coole Übung, weil du echt danach auch fresher aussiehst, weil dein Gesicht halt eben zirkuliert. Weil wann machen wir das? Wir waschen unser Gesicht, aber so richtig schön durchbluten lassen. So, wir kommen zu den Ohren. Ich ziehe mein Dings kurz ab. Ich hoffe, dass ich trotzdem laut genug bin. So, Mr. Spock. Kennt ihr Mr. Spock? So, hier, klack. Erstmal das, damit ihr einfach seht. Ist auch eine super gute Sache. Und jetzt mit den Fingern schön, weil hier sind so viele Punkte, ja. Am besten Ohrringe ausziehen. Jetzt durchkneten, bis die Ohren quasi glühen, ja. Ihr werdet sehen, ihr werdet komplett davon profitieren. Das sind so mini kleine kurze Übungen, aber ich sage euch, ich werde es jetzt kurz ausziehen. Ich sage euch, ihr werdet davon wirklich profitieren. Also, wie gesagt, die Wahrheit lebt man. Man muss niemanden überzeugen. Ich zeige dir nur, was ich so mache und warum ich danach wirklich wie so ein Pudel Chihuahua fröhlich durch die Gegend laufe. So, du kannst das natürlich auch länger machen. Du kannst erstmal das mit dem Video zusammen machen und irgendwann machst du das selber. Schreibst dir deine Sachen auf, die dir gut tun und die machst du dann. So, und einmal, das werde ich nicht machen, weil ich jetzt meine Haare so gebunden habe. Richtig schön mit den Händen den Kopf waschen. Ja? Erstmal so ein bisschen abklopfen. Das ist so, man sagt in den Qigong, so, damit man die Gedanken klärt. Also schön erstmal abklopfen mit Fingern und dann. Ich meine, es gibt Leute, die waschen ihre Haare jeden Tag. Dann machen die das vielleicht automatisch. Aber seid ihr bewusst. Na, so knete kurz mal die ganze Kopfform ab, ein paar Minuten und das war's. Was mache ich danach? Also kurz mal sagen, bravo, du hast gut gemacht. Hier kurz mal einfach mal abklopfen. Das ist wie so, yeah, großartig. Und einfach mal ziehen, den Nacken ziehen. Ja. Und dann nochmal datieren. Das ist hier dieser Bereich, ja. Einfach mal. Dantien, könnt ihr auch googeln, steht auch, werde ich auf jeden Fall drunter schreiben. Aktivieren. Dantien ist ein sehr wichtiger Punkt, auch bei den Kampfsportarten spielt das eine große Rolle. Man glaubt, dass das Zentrum der Energie ist. Ich kann es nachvollziehen. Man kann es vielleicht nachvollziehen, wenn man das gespürt hat. Das ist der Grund, warum irgendwelche Shaolin-Mönche durch die Gegend fliegen können und Ziegelsteine mit einem Finger zerstören können. Nein, ich übertreibe es aber ungefähr. Jeder Mensch hat Dantien und das ist quasi Zentrum unserer Gesundheit. Ja? Und das schön kreisen und noch eine andere Richtung. Tiefe Atemzüge hier. Tiefe Atemzüge hier. Ich setze mich jetzt kurz hin, aber ihr wisst, wo es ist. Das sind zwei Finger unter dem Bauchnabel. Schön kreisen, deine Atmung ist gechillt und entspannt. Und jetzt komm zur Ruhe, atme tief ein und aus. Versuche wirklich durch die Nase zu atmen, wenn es geht, und deine Ausatmung in die Länge zu ziehen. Also die Ausatmung ist immer ein bisschen länger als die Einatmung. Lass alles los, schließe kurz deine Augen und spüre kurz nach. Und öffne deine Augen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wahrheit muss man niemanden überzeugen. Die Wahrheit lebt man. Namaste. Ich küsse euch.